Ach, ich will doch gar nicht fliehen. Aus Reflex einfach mal direkt die Flucht antreten. So, what? Ah. Sehr schön. Konfusion. Wunderbar. Das gefällt mir. Immerhin hat Smetbo immerhin seine eine Psycho-Attacke. Von daher habe ich wenig Probleme. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Ich möchte Abra nochmal reinschicken. Weil Abra soll ganz viel mit XP versorgt werden, damit ich bald ein schönes Kadabra habe, das überhaupt wenigstens irgendeine Attacke kann, außer Teleport. Warum kann Abra keine Stärke lernen? Das wäre voll toll. Dann hätte er wenigstens mal eine Attacke, mit der er Schaden macht. Dann könnte ich ihn wenigstens in eine Taubsi-Wiese setzen oder so. Aber nein, er kann ja nur Teleport. Razzaf, nee. Das ist mir zu gefährlich. Da kommt mir Smetbo wieder rein. Ich dachte jetzt eher daran, Gyarados einzusetzen, aber der kann ja, glaube ich, gar keine Psycho-Attacken und sein. Ups. Drachenwut ist auch nicht so das Beste. Na komm, probieren wir es einfach. Ja, okay, passt. Abra ist Level 17, das ist schön. Tim wurde besiegt. Abra entwickelt sich. Bei 17? Es gibt keinen Löffel. Und es kann immer noch keine Attacke. Mann, so scheiße. Ding, 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 ding. So, jetzt kriegt der Arena-Leiter erstmal ordentlich auf die Glocke. Was soll das denn hier? Was soll das? Ha? Wer hat euch erlaubt, das zu machen? Hier, du da. Ey. Ich möchte, dass mein Kadabra eine Attacke lernt, bitte. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Weil der kann immer noch nicht wirklich was. So. Konfusion. Was Raserei? Nee, das finde ich nicht gut. Ratsfurie? Nee. Vergiss es. Autsch, autsch, autsch. Nein, pfui. Ich muss doch hier. Nein, nein. Oh mein Gott. Viel knapper hätte es nicht werden können. Quappo. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Ich möchte erst Kadabra und dann Duflor in den Kampf schicken. Los, Duflor. Ach, shit. Was eine Ironie. Duflor wird dauernd eingeschläfert. Autsch. Duflo ist verwirrt und schläft weiter. Kannst jetzt mal aufwachen hier, wirst verprügelt. Ja, genau, gib dir selber noch den Todesstoß. Ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Dann halt so. Ach nö, nicht einschläfern, das ist doch scheiße. Ich hasse es, eingeschläfert zu werden. In den neuen Pokémon-Spielen hielt das immer nur so ein, zwei Runden. In den alten, da kann man bald selber bei hinschlafen, also sich hinlegen und schlafen. Ah. Merkst du selber jetzt, dass es nicht sehr effektiv ist? Danke. So, tschüss. Oh, hat Aussetzer gelernt. Yay, Faustorden, yay. Und jetzt können wir auch fliegen. TM1, Wutanfall oder was? Oder, nee, Wutschlag, genau, Wutschlag. Hier, du. Du hast was für mich, hast du gesagt, ne? Danke. Vielen, vielen Dank.
Ich habe irgendwie kein Flug-Pokémon dabei, kann das sein? Ja, es ist in Ordnung. Du musst mir nichts noch weiter erklären. Das ist alles okay. Ich kann das. Ah, es war so klar. Es war so klar. Eigentlich will ich keines meiner Pokémon irgendwie weghaben. Aber, es tut mir so leid, Kadabra, aber du musst schon wieder gehen. Mitnehmen. Was haben wir denn hier? Habitak. Soll das unser Flugtyp werden? Nee, irgendwo habe ich noch ein Taubsi rumliegen, ne? Ich weiß zwar nicht, ob das so das Beste ist, was oder Tauboga sogar. Lieber Mogelbaum, Pummeluff. Was kann denn hiervon alles fliegen? Na, was haben wir denn auf Box 1 liegen? Da haben wir ja immerhin 18 Pokémon liegen. Das muss doch irgendwie, muss doch da was dabei sein. Ein Taubsee, okay. Ich nehme Tauboga. Ich würde gern Porenta nehmen. Aber ich habe kein Porenta. Nein, ich will nicht auf Pokémon Box 1 wechseln. Ich will auf Box 3 wechseln. Danke. So. Beutel. So, Tauboga. Tackle. Sandwirbel können wir noch gebrauchen, vielleicht, wenn wir ein Pokémon haben, dessen Genauigkeit wir weghaben wollen, dann. Achso, nee, wir müssen noch hier was erledigen. Apotheke, genau. Ich habe erst gedacht, es wäre die Milch aus der Mülltankfarm. Aber dann ist mir eingefallen, so, nee, das ist. Die Milch aus der Mülltankfarm, die hat irgendwie da nicht sehr viel zu beigetragen. Und deswegen dachte ich mir so, ja, dann war es wahrscheinlich hier das. Nee, nicht tauschen, ich will fliegen. Dahin. So. Ach ja. Dieser tolle Leuchtturm. Ich kenne den Weg gar nicht. Ich gehe einfach mal stumpf davon aus, dass es so ist wie sonst auch, dass man möglichst viel Weg hinter sich bringen muss, damit das. Nee, das ist Schwachsinn hier. Wir müssen, weil dann kommen wir nämlich hier raus. Das, da, nee, da. Hier sind wir schon richtig. So, da nämlich. Genau. Okay. So, und nun? ETF? Ich krieg seltsame Fragen im Chat gestellt. So. Ja, jetzt lass dein Pokémon einfach alleine, genau. Kein Problem hier. Damals gab es noch keine Turbo-Treter, wollte ich auch mal anmerken. Und in der neuen Version gibt es ja Turbo-Treter direkt von Anfang und 2 Meter weiter kriegst du Inline-Skates und dein Fahrrad ist so, als ob ich hier das Spiel auf dreifache Geschwindigkeit stellen würde. Das ist irgendwie so ein bisschen. Der hat mich schon mal hier heute an der Stelle angerufen. Direkt vor der Aufnahme hat er mich hier angerufen. Der hat irgendwie ein Gefühl, wenn ich, ja, ne? So. Ah, Arena, ja. Groß und kann man nicht übersehen und so. Ja. Ich habe noch in Erinnerung, dass sie einen neuen Typ einsetzt. Ich glaube, sie setzt Typ Stahl ein. Oder Elektro? What the fuck?
Nicht sehr effektiv, ja, okay. Man wollte ja mal probieren. Autsch! Was soll das denn? Dafür setze ich jetzt mein Smetbo ein. Oder auch nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd gerade. Absorber! Das wird bestimmt voll nicht effektiv sein. Ja, verwirrt, super. Toll. So, Igelaber, du hast freie Bahn. Der schläft jetzt erstmal eine Weile. Zornklinge. Okay, nicht sehr effektiv. Glut! Oh Gott, aufgewacht. Shit! Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt wirklich ein Problem. Drachenwut vielleicht? Ich habe nur keine Lust, mir mit Garados eine Elektroattacke einzufangen. Ah, okay, das mit der Frage aus dem Publikum hat sich geklärt. Es geht um die Zuschauer an sich, wer da wer ist. Ich habe leider versäumt, den Chat zu öffnen, sodass ich nicht weiß, wer da ist, solange diejenigen nicht schreiben. Die da sind, aber nicht schreiben. Ne? Das tat gerade weh. Ich glaube, ich sollte erstmal trainieren gehen. Das ist, naja, kontraproduktiv, was ich hier treibe mit meinen Pokémon. Ach ja, wegen 8 Leveln Unterschied. Ich bin echt schlecht vorbereitet gewesen auf diesen Kampf. Das liegt echt an Dings, an Pokémon Y. Weil in Pokémon Y dachte ich mir so, oh, die Unterschiede so zwischen den einzelnen Arenaleitern sind ja voll krass und so. Da irgendwie schon fast Level 70 bei Top 4 und dann dachte ich mir so, das war doch früher nicht so krass. Ja, Top 4 war doch da irgendwie so, keine Ahnung. Nicht so viel. Naja. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal eine Runde trainieren. Und das mache ich aber aufscreen, weil das sonst, glaube ich, zu langweilig wird. Also, bis zum nächsten Mal.